Hallöchen und herzlich willkommen bei Kerbal Space Program. Und zwar, heute geht es darum, dass wir mal Rover bauen. Hab ich mir so vorgenommen. Wir sind immer noch in unserem Karrieremodus. Ich meine, da haben wir alle Tech freigeschaltet. Und das ist eine gute Gelegenheit, Rover zu bauen. Ich habe jetzt nicht vor, eine große Mission zu machen, sondern ich will ein bisschen rumbasteln. Einen schönen Rover bauen, den wir vielleicht auf verschiedene Arten und Weisen einsetzen. Mal gucken, vielleicht machen wir draus etwas, wo wir nach Duna fliegen. Ich weiß es noch nicht. Aber ich will heute mal Autos bauen. Das haben wir wirklich lange nicht gemacht. Wir haben das Joule-System erkundet im Karrieremodus. Und heute ist quasi, naja, nicht wirklich ein Neuanfang, weil wir auf demselben Spielstand weitermachen. Aber es gibt ein paar witzige Sachen zu erkunden auf Kerbin, wo wir einen Rover gut für brauchen können. Und wir sollten vielleicht auf den einen oder anderen Körper, vielleicht auf den Moon, vielleicht auf Duna, mal einen Rover absetzen. Und auf die Frage von Spezies, kleine oder große? Große. Ich möchte auf jeden Fall bekörbelte Rover haben und ich habe vor, so etwas wie eine eierlegende Wollmilchsau als Rover zu bauen. Genau. So, einmal hier und ich mache mich mal klein. Genau. Was es nämlich auch gibt, es gibt hier auf Kerbin gibt es noch mehrere Startfelder. Da drüben ist eins und in der Wüste ist eins. Da muss man hinfliegen und sie aufdecken. Und ich dachte mir, bevor wir das einfach nur mit einem Flugzeug machen, wäre es doch spannend, einen Rover zu bauen, mit dem wir das machen. Also vielleicht nehmen wir da hinten uns das vor und fliegen dahin, lassen den Rover absetzen, testen die Fallschirme, die wir dran bauen. Also es soll ein bisschen eine eierlegende Wollmilchsau werden. Und es gibt mehrere Möglichkeiten, Rover zu bauen. Einmal hier im Raumschiff-Hangar und einmal hier im da, wo wir normalerweise die Raketen bauen. Ich baue die Dinger eigentlich in beiden gerne. Es hat beides seine Vor- und Nachteile. Ich probiere es mal hier, weil ich möchte das Ding später auf eine Rakete packen. Klausi. Bauen ist kein Thema, bloß die Dinger vernünftig zu laden ist mein Problem. Okay. Deswegen nehme ich gerne die Fahrzeugfabrik. Hier geht es auch, aber da wird einem das ein bisschen abgenommen, dass auch, also es ist dann einfacher, die auf eine Rakete zu bauen. Und ich bemühe mich, das mal ein bisschen zu zeigen. Rovosaurus. Nicht schlecht. So. Jetzt hier einmal in diesem Ding hier. Also im Vehicle Assembly Building. Ach genau, hier kann man diese Landebüchse kann man auch zu einem Rover-Fahrgestell umbauen. Genau, das hatte ich nämlich noch im Kopf, dass das geht. Wir fangen an mit dem hier. Mit einer Rover-Fahrkapsel, könnte man sagen. Und da hinten dran würde ich gerne einmal ein Labor kleben. Ich will mal gerade gucken, was ich denn alles so dran haben kann. Also, hier haben wir jetzt ein Labor dran, weil das soll ein Rover sein mit mehreren Kerbals drin. Und ich klebe hier hinten jetzt einfach mal nee. Können wir... Das Ding ist zu groß wahrscheinlich, ne? So. Das hier ist nochmal so eine Umwandeleinheit. Ich bin mal gespannt, ob das zu lang ist oder nicht. Und wie testen wir das, ob es zu lang ist? Wir setzen hier unten drunter eine Kupplung. Sowas hier. So. So, genau. Und ich nehme mal, keine Ahnung, irgendwas. Nee. Sowas hier kleben wir da dran und dann gucken wir die größte Fairing, die wir zur Verfügung haben. Und dann schauen wir, ob das da reinpasst. Und es passt mega gut da rein. So
groß darf unser Rover nur werden. Also man kann natürlich den Rover auch hochkant stellen, aber ich hätte ihn gerne mit einem sehr breiten Profil. Also, dass die Reifen gut zur Seite gehen. Und das ist quasi hier unsere Spielfläche, wenn wir von oben gucken. Moment. Na, komm schon. So. Das ist unsere Spielfläche, die wir haben. Das ist schon ziemlich groß. So. Das wollt ihr einmal kurz ausprobieren. So. Das ist jetzt noch nicht, wie ich mir das vorstelle. Der soll noch ein bisschen schöner aussehen, finde ich. Also, ich möchte ein Labor dran haben und hinten so ein Convertotron. Und wenn er fertig ist, Spezies dreht auch immer. Okay. Sehr gut. Aber, also ich möchte ein Labor dran haben und diesen Convertotron. Und ich glaube, ich sollte aber hier dann einen Fuel Tank dazwischen setzen, weil ich brauche auch irgendwo ein bisschen... Nee, das ist er nicht. Ich brauche auch ein bisschen Sprit für das, was ich vorhabe. So. Und das gefällt mir eigentlich schon ganz gut. Und jetzt möchte ich noch so den Rover-Kopf so ein klein wenig höher setzen. Ja. So. So ist das gut. Dann kann ich hier noch was drunter kleben. Und zwar kommt da unten drunter auch nochmal Sprit. Und zwar in den kleinen genau, so. So, und was wir jetzt auch machen können ist nee. So. Man kann im Vehicle Assembly Building auch die Spiegelsymmetrie einschalten. Das habe ich gerade gemacht. Und hier unten drunter setze ich jetzt mal... Sieht das ungefähr... Oh, nee. Setze ich mal... zwei von diesen Fuel Tanks. So. Jo. Und davor kann ich mir gut... Nee. Ah, zu groß. Nein, zu klein. Die beiden vorstellen. Jawohl. Und da wird... Nee, wir machen das anders. Ich will das ja ein bisschen schön bauen, könnte man sagen. Ich setze da vorne vor so ein Teil. So. Das passt nicht ganz, wenn ich das richtig erkenne. Ja. Mist, das passt nicht ganz. Schade. So, die klippen noch ein klein wenig. So. Passt es denn dann jetzt, wenn ich sie etwas auseinandergeschoben habe mit dem Ding hier? Sieht schon besser aus. So, jetzt mal gerade noch mal gucken. So ein richtig tolles Konzept, wenn man Experimente dran bekommt, habe ich auch noch nicht. Bisher klatsche ich immer nur so drauf. Volvo Tom, schönen guten Abend. Ich baue heute Rover. So. Ich baue heute einen großen Rover. Was ich hier hinten gerne noch dran hätte, wäre Platz für Oberflächenexperimente. Weil wir können ja auch definitiv aus diesem Ding hier aussteigen. So.
Und hier an die Seiten muss auch noch ein bisschen was dran. Aber da kommen wir gleich zu. Ja, Labor. Und all so ein Zeug. So, hinten dran kommt sowas hier. Da drin können Oberflächenexperimente leben. Und ich glaube, wir können den Rover auch aufs Heck draufstellen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Wahrscheinlich schon. Und hinten dran klebe ich mal Batterien, damit der ein bisschen Power hat. So, das gefällt mir schon ganz gut. Was ich mir wünschen würde, wäre noch, dass er... Also, es, was ich vorhabe mit diesem Rover ist, dass dass wir ihn zum Beispiel auf Duna absetzen können, dass er dort gut landen kann und dass er dort selbsterhaltend herumfahren kann die ganze Zeit. Das heißt, er braucht... eventuell ein bisschen was antriebsmäßiges, also Raketenantriebe zum letzten Landen. Da bin ich mir aber noch nicht sicher. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt Sprit inkludiert, weil er wird definitiv Brennstoffzellen haben hier zur Stromerzeugung, Brennstoffzellengruppe. Es verbraucht Fuel und Oxidizer und daraus produziert er Strom. Ich will auch damit Erz aus der Erde rausziehen. Ja, stimmt. Ich muss die Tanks eventuell einzeln an den Adapter machen, weil ganz gerade ist das nicht. Aber ich finde, es sieht so okay aus. Was ich jetzt machen wollen würde, wäre Wissenschaft und leichter Abtastarm, großer Abtastarm, mittlerer Abtastarm. Wir nehmen mal den großen. Ich hätte gerne den großen hier vorne. Achso, den kann ich auch. Kann ich den... Ne, der will nicht an die Nase. Wie sitzt der denn? So. Ah, okay. So sitzt der dran. Vorschau der Abtastarmreichweite. Okay. Okay. Weiß ich nicht, ob mir das gefällt. Ich würde ihn ein Stück zur Seite setzen, damit er nicht so aus dem Zentrum heraus steht. Genau. Das machen wir jetzt mal. Für welchen Planeten? Ich möchte den auf jeden Fall auf Kerbin einsetzen, auch um zu testen. Aber ich denke mir so, Duna wäre eine Sache. Ich denke einfach, dass das ein Alleskönner sein wird, den wir auf jedem Planeten abwerfen können, ohne dass dort jemand zurückkehren kann, sondern dass wir einfach nur Oberflächenexperimente dort machen. Deswegen haben wir auch das Labor dabei. So. Ich will jetzt noch ein bisschen an der Form arbeiten. Hier an die Seite, damit wir vernünftig runtergehen können auf den Boden, da würde ich, glaube ich, nochmal, oder was heißt nochmal, da kommen, glaube ich, jetzt mal Batterien von Erztanks dran. Oh ja, das ist sehr gut. Das gefällt mir sehr gut. Und zwar so. So und das sieht ein bisschen komisch aus. Achso, der. So. Ist immer fummelig, wenn man diese das Schnappen an den Kanten abschalten muss. Aber so und so ist das einigermaßen gerade. Das sieht gerade aus, so gerade wie ich es brauche, würde ich jetzt einfach mal sagen. So, jetzt kommt hier oben noch auf die Tanks kommt eine Plattform raus, weil hier oben ist unser einziger Ausstieg
weil ich habe jetzt überall alles zu... Okay, wir haben noch am Labor Ausstieg, aber ich möchte auch aus dem Cockpit aussteigen können. Heißt... Konstruktion. Grip. Oh. So, Grip Pads. So. Sitzen oben auf den Tanks. Und da müssen wir eine Leiter dran bümseln können. So. Okay. Ja, die muss nur ein bisschen nach unten verschoben werden. Falsches Teil. Genau, ich möchte die Leiter haben. Die soll da sitzen. Unter dem Grip Pad. Und ein klein wenig raus, dass es nicht klippt. So. Das heißt so. Ja. Das gefällt mir. So. Leiter einfahren. Jetzt haben wir hier oben Ausstiegsmöglichkeit und ich kann hier runtergehen und Erztanks an dieser Seite. Gucken wir mal, wo ist aktuell, da ist aktuell unsere Mitte. Jetzt würde ich sagen, wir fangen mal an damit, dass wir dem Ding Räder geben. Und ich denke, das Ding hier braucht die großen Räder. Wenn schon, denn schon. Und mit die großen Räder meine ich wirklich... die großen Räder. So. Ja, ihr seht, was ich mit großen Rädern meine. Ja. Das Problem ist nur, komme ich dann noch, wenn ich die Leiter ausfahre, das ist ein bisschen hoch. Wir haben sehr viel Beinfreiheit mit diesen Rädern. Aber das ist okay. Wir können diese Räder auch... ich habe eine andere Idee. Noch können wir nicht die Räder dran klatschen, weil wir brauchen noch mehr Zeug. Wir brauchen Platz für unsere Experimente. Ja, wozu taugen diese Grip-Dinger? Auf denen rutscht man nicht wirklich weg. Ich weiß es auch nicht genau. Die sind für mich auch neu. Ich glaube, dass man die kleinen Grip-Dinger auch an die... Wir machen mal gerade ein Experiment. Weil gerade eine Frage im Chat von Spezies. Ich glaube, man kann diese Grip-Dinger, wenn ich hier diese Landepads habe, man kann die kleinen auch hier unten dran bömseln. Das will ich mal gerade ausprobieren. Nee, wo sind sie? Das sind die kleinen. Nee, kann man nicht. Ich dachte, dann würde das Ding nicht wegrutschen. Aber nein. Ich glaube, darauf können Kerbals einfach sicher stehen, ohne wegzurutschen, wenn mich nicht alles täuscht. Ich finde die auch ein bisschen schöner als die Metallplatten, die es noch gibt, weil sie so ein bisschen dicker sind. Und damit baue ich gerne irgendwie mein Zeug hier auf. So, ich könnte auch noch, weil es dann noch ein bisschen schöner aussieht, da oben nochmal... nee, kann ich nicht... Kann ich nicht wirklich, ne? Ja, daneben, das sieht hingefummelt aus. So, was wollte ich machen? Ich wollte dafür sorgen, dass wir... so, erstmal Akkus dahin und Oberflächenexperimente ganz ans Ende. Und jetzt, wo ist der Schwerpunkt? Da ist der Schwerpunkt. Okay. Und jetzt sorgen wir für noch ein bisschen Spritkapazität. Nee, ist ein bisschen... Doch, die hier. Jo. So. Aha.
Was vielleicht auch cool aussieht, wäre das hier. Ist das? Ja. So. Wenn ich die dran setze, dann kann ich sie ein bisschen reinschieben. Ja, 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 genau. Ich kann sie ein klein wenig, dann sieht es aus, als ob die tatsächlich da Teil, also richtig reingesetzt sind. Und ich habe obendrauf noch Möglichkeiten, Materials Bay und so eine Scherze dran zu klatschen. Und dasselbe machen wir hier hinten. Und zwar an jene Batterie hier. So. Und schieben das auch ein klein wenig rein. Zack, zack, zack. Ja. So. Jetzt haben wir Punkte geschaffen, wo die Räder drankommen. Was ich hier hinten machen möchte, ist, glaube ich, ich möchte hier hinten nochmal, damit es hier hinten noch ein bisschen schwerer wird, so einen dran setzen. Genau, und dann das da hinten. Jetzt haben wir den Schwerpunkt nach hinten verlagert. Sehr, sehr gut. Okay. Jetzt die Frage, sind wir nicht eventuell ein bisschen lang geworden, aber eigentlich müssten wir noch Platz haben. So. Und jetzt fangen wir an, Räder da dran zu kleben. So. Und können diese... Das ist übrigens ein großartiger Trick, um auf dieselbe Höhe zu kommen. Wir müssten bei den Tanks auf einigermaßen auf derselben Höhe sein. Und wenn wir dann direkt, wenn man dann direkt so hier an die Kante dran geht, dann hat man einen guten Punkt, dass die beiden wirklich auf gleicher Höhe sitzen. So. So, jetzt haben wir einen großen Fußabdruck. Ich fürchte, wenn wir jetzt mal kurz unsere Mitte heranziehen. Jetzt müssen wir mal gucken, ob das noch in eine Fairing reingeht. Deswegen nehmen wir... Das hätte ich mal da lassen sollen, ne? So. Einmal... einmal so einen da, ne? Nicht ganz. Einmal so einen da drunter. Und dann... nee, nicht sowas. Nehmen wir hier nochmal so ein langes Ding und gucken uns das mit einer großen Fairing an. Passt. Immer noch in die große Fairing. Das ist quasi mein Test. So. Dann lassen wir da erstmal den Prömpel da unten drunter. Das heißt, das sieht schon ganz gut aus. Was wir jetzt noch machen ist, tatsächlich, so, was wir jetzt machen ist, ich würde, obwohl unser Fußabdruck klein genug ist, würde ich die Räder auch nochmal so ein Stück reinziehen. Sieht das aus? Ja, kann man machen. Einen noch. Den hier auch. Einen noch. Ja. Das sieht ganz gut aus. Und jetzt haben wir Platz obendrauf für diverseste Experimente, die wir da noch dran haben wollen. Dran bauen wollen. Dran bauen können. Und so weiter und so fort. Und ich habe auch direkt Platz für Bohrer. Was ich jetzt als erstes mal mache ist, ich habe vorne schon Erztanks dran. Wir werden hinten größere Erztanks nehmen. Wahrscheinlich. So. Sind wir relativ hoch mit unserer ganzen Geschichte. Aber nach oben ist ja okay. Wobei wir haben eigentlich auch nach unten noch ein bisschen, wir hätten nach unten auch noch ein bisschen Platz. Aber vielleicht möchte ich da unten dran auch Triebwerke dran bauen. Das ist ganz klar eine Rover-Variante des Eagle aus Space. Oh geil, ja stimmt, Space 1999.
Das kam 1999 raus, aber es heißt Space 2063. Stimmt, der sah so ähnlich aus, ne? Das war eine geile Serie. Es war so schade. Die war weit ihrer Zeit voraus und deswegen wurde sie eingestellt, weil die Leute nicht verstanden haben, was da gemacht wird. Nämlich eine große Storyline zu basteln. Es war... ich bin ein großer Space-Fan. Also... Ja, aber die erste Staffel war einfach auch großartig. Muss man ganz ehrlich sagen. So, ich glaube, wir haben jetzt genug. Wie viel Ohrplatz haben wir? Wir haben hier vorne 150, 300, 450. Hier hinten nochmal 2x 300. Das ist schon einiges. Aber wahrscheinlich noch nicht genug. Wir können hinten nochmal... Wir können später nochmal ein bisschen Ohrtanks dran setzen. Wir haben einiges an Sprit, aber das reicht mir auch fast noch nicht. Ich würde gerne nochmal mehr Treibstoff nehmen, beziehungsweise tatsächlich diese Variante hier nochmal. Wo hatte ich die denn? Da hatte ich sie. So. Wieder Spiegelsymmetrie und die würde ich so setzen, dass sie gerade nicht die Tür, also dass sie ein bisschen weiter versetzt nach hinten sind. Ja. Okay. Hier. So. Dann habe ich noch mal mehr Platz für Sprit und die schiebe ich auch ein Stück rein. Sogar noch ein Stück weiter. Jetzt müsste die Tür immer noch zugänglich sein. Ja, ja. Ist sie. Sehr gut. Obendrauf, wir brauchen noch ein bisschen mehr Strom für meine, für meinen Geschmack. Nee. So. Die Ohrtanks kriegen auch einmal oben sowas noch drauf. Die hier werde ich wahrscheinlich einen davon als Antennen, beziehungsweise beide als Antennenstationen missbrauchen. Und hier hinten würde ich gerne, da können wir schon mal mit Wissenschaftssachen anfangen. Also da kommt jetzt so, oh nee, der sollte, nach vorne aufgehen, nicht zur Seite. Da kommt der Science Junior drauf. Dann haben wir innen und vorne auf jeden Fall auch noch Platz, um Mystery Goo Container anzubringen. Die können allerdings auch hier hinten leben. Wir brauchen auch nicht so viele Mystery Goo Container. Die können sogar hier zwischen das Rad. Sieht das aus? Ja, es sieht aus. So. Und so. Vier Stück da hinten dran. Das reicht für Mystery Goo. Und dann würde ich einfach sagen, die ganzen Experimente leben dann hier hinten dran. Immer in Zweiersymmetrie, dass wir von beiden genug haben. So, Druck- und Gravioli-Detektor, dann seismischer Sensor und Temperatur. Und auf beiden Seiten ein Atmosphärenmesser. Ja, können wir machen. So, eher nach innen gerichtet. Wobei, den können wir eigentlich auch symmetrisch nach innen setzen. Das gefällt mir. Und dann kommt da noch, den können wir nur im luftleeren Raum benutzen und nicht, wenn wir gelandet sind. Dann kommt hier hinten noch Ohrdetektor mit bei. Brauchen wir eigentlich nicht zwei von, aber wegen der Symmetrie. Und wir können auch noch
den hier hinten draufsetzen. Weil den könnten wir auch hier hinten draufsetzen. Hm. Wir könnten auch einfach einen zentral hier hinsetzen. Zwischen diese Dinger. Das finde ich eigentlich ganz, ganz nice. Ja. Dahin. Da setzen wir so ein Teil drauf. Sehr gut. Und dann können wir uns gleich mal um Antennen kümmern. Die ist eventuell, wenn ich die aufklappe, dann klappt die. Genau, das wollen wir nicht. Nehmen wir so eine. Oder eher so eine. Wahrscheinlich eher so eine, ne? Aber die kann ich mir auch gut da oben drauf vorstellen. Da können wir mal etwas, was ich immer gerne mache, obwohl wir es jetzt nicht so brauchen, weil es einfach cool aussieht, ist, wir nehmen mal so einen Radionuklid-Batterie und bauen da hinten einen Turm draus und obendrauf setzen wir die Antenne. Jawohl, nämlich die hier. Wenn ich die dann öffne. Ja. Nichts, was in irgendeiner Form im Weg ist. So, jetzt gucken wir mal gerade, wo ist unser Schwerpunkt? Unser Schwerpunkt ist ein bisschen nach hinten gewandert. Das ist nicht so schön, finde ich. So. Ah ja, genau. Ich möchte eigentlich diese Bodenfreiheit beibehalten. Und hier oben möchte ich jetzt nichts mehr draufklatschen. Ja. Ich bin gespannt, mit welcher Trägerrakete du das Ding befördern wirst. Ja, ich auch. So, was haben wir? Wir haben, also erstmal, wir brauchen mehr, wir brauchen jetzt noch Bohrer. Das heißt, wir sind noch lange nicht, und ich würde tatsächlich die große Variante wählen und sie hier hinten hinklatschen. Wie sieht denn das aus? So sieht, glaube ich, ganz cool aus. Und da wir Bohrer und diesen Sprit-Umwandel-Dings benutzen, müssten wir auch, ich guck mal gerade, wenn man den Bohrer einsetzen, wenn man den Bohrer startet, dann, ja. Also man muss halt gucken, dass das hier, diese Kante, über der Oberfläche ist. Wir können also die Bohrer noch ein Stück runtersetzen, dass sie abschließen. So. Bohrer einfahren. Oh, den anderen auch, bitte. So. Jetzt haben wir auf jeden Fall die Bohrer und jetzt müssen wir uns noch um Kühlung bemühen. Kühlung würde ich erstmal nach hinten zum Ausfahren machen. Hier. Und zwar jene Module. So ein bisschen angewinkelt nach hinten. Ja. Und größere, nicht ausfahrbare Paneele direkt hierher. Jawohl. Und wahrscheinlich auch etwas hier in der Mitte, was uns Kühlung verschaffen kann. So. Ja. Ich setze da nochmal einen Akku drauf. Solarzellen möchte ich auch hier irgendwo dran haben. Und hier außen kommen jetzt noch ein Set Brennstoffzellen hin. Oh, die fügen sich leider nicht ganz genau der Oberfläche an von diesen gekrümmten Dingern. So, zack. Genau. Da sitzen die.
Jetzt haben wir hier vorne immer noch Platz. Das heißt, wir könnten... Ja, Kühlung möchte ich eigentlich da nicht hinsetzen, nach vorne. Wir könnten noch so eine Kühlung hier hinsetzen. Aber dann sind wir ein bisschen unseren Wissenschaftsexperimenten im Weg. Da möchte ich dann vielleicht eher noch was anderes haben. Mal überlegen, was wir da noch haben könnten. Auf jeden Fall sollten nach oben hin auch noch Solarpaneele da sein. Ja, wie wäre es denn mit Solarpaneelen? Genau. Solarpaneele müssen auch auf jeden Fall sein. Und die würde ich... Ich würde ich wahrscheinlich... Ja, nach vorne macht wenig Sinn. Auf jeden Fall. Wir könnten hier... Wisst ihr was? Wir nehmen den Roverarm ab und setzen den... Wissenschaft, großer Abtastarm, setzen den hier vorne hin. Das ist doch viel geiler. Jupp. Fügt sich dann auch wirklich gut ein. Also, so ein bisschen angewinkelt. Wäre ich jetzt mal dann Abtast. Das heißt, wir haben dann zwei Kugeln direkt vor uns, wo wir dann wirklich nah auch ranfahren können. Und kommen auch an den Boden ran. Das heißt also, ich kann mit der Schnauze davor fahren. Das ist doch super. Das gefällt mir. Dann haben wir vorne noch Platz für Dinge. Weiß ich noch nicht genau, was ich da dran mache. Aber auf jeden Fall können wir vielleicht den Roverarm noch einen... Ja, den können wir noch einen zur Seite. Das sieht gut aus, finde ich. Wir können sogar noch einen zur Seite, oder? Ja, dann sitzt er so direkt... Der sitzt direkt unter dem Rad. Der sitzt so da, aber dann haben wir jetzt hier vorne Platz für Lichter. Und dann wird es gleich Zeit, dass wir das Ding mal testen. So, erstmal möchte ich hier... wahrscheinlich eher so hier. Und... zack, 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 zack. Leicht nach unten. Ja, dass ich sehe, was vor mir passiert. Und dann möchte ich da vorne Lichter haben, die mir... die ganz gerade nach vorne leuchten. So. Und... so. So, das ist Beleuchtung für nach vorne. Dann brauchen wir hier auf jeden Fall auch noch... wir haben ja einen Rover, das, der cool drauf ist. Das heißt, wir kriegen hier mal Lichtstreifen. Lichtstreifen jeweils hier außen hin. Unterbodenbeleuchtung. Dass wir da auch was sehen. Und noch mehr. Sehr gut. So, und dann könnten wir hier noch mehr Strom dran klatschen. Hier an die Seite gepackt. So und so. Es sieht ein bisschen wild aus, aber... oh, sieht das besser aus? Nee, nicht wirklich. Einen nach unten und den so. Sieht besser aus. Ja, das sieht besser aus.
Hier will ich nichts hinpacken, weil das ist der Weg, wo die Leiter sich nach unten fährt. Jetzt gucken wir nochmal gerade. Sind wir mit den Rädern? Ja, da sind wir gut unterwegs. Das ist dann nur ein kleiner Hüpfer, um nach oben zu kommen. Nee, der Abtastarm ist nicht voll spiegelsymmetrisch. Die sind, ich glaube, die kann man nicht drehen. Also die sind tatsächlich nicht so voll spiegelsymmetrisch. Ich finde das aber nicht schlimm. Ein bisschen Asymmetrie muss auch sein. Das Ding hier ist ja auch nicht komplett spiegelsymmetrisch. So, Brennstoffzelle haben wir. Wir haben Kühlung. Wir brauchen noch Solarpaneele. Da fangen wir erstmal ganz simpel an und nehmen die großen Dinger und machen Symmetrie aus. Erstmal hier vorne. Und hier hinten. Ein Stück zurück. So, wie sieht das aus? Da ist ein bisschen höher. Das finde ich aber nicht schlimm. Es gibt der ganzen Sache auch ein bisschen Charakter. Also so, einfach fest installierte Solarzellen an der Stelle. Und ich mache nochmal welche direkt hier an die untere Seite des Labors, an diese Grenze hier. Dass da noch welche sitzen. Ich möchte ungern die Fenster zu haben, weil ich möchte hier oben noch was drauf. Ah nee, den kann ich da nicht hin tun. Kann ich nicht, kann ich nicht, kann ich nicht. Ich habe noch nicht überschlagen, ob das funktioniert. Dafür machen wir gleich Tests. So. Also wir gucken mal, ob wir noch mehr Strom brauchen, wie schnell unser Strom verbraucht ist und so weiter und so fort. Und ich bin mal gespannt, was passiert, also wie viel Strom wir tatsächlich verbrauchen. Ich nehme mal noch hier zur Sicherheit einen Akku da oben drauf. Können noch mal überlegen, wo wir noch überall Akkus hinsetzen können. Wahrscheinlich werde ich gezwungen sein, hier hinter diese Kühlpaneele auch noch einen Satz Akkus zu setzen. So. Und es kann wahrscheinlich nicht schaden, wenn wir auch eine Beleuchtung, also wir haben ja Unterbodenbeleuchtung, könnte man sagen. Es kann wahrscheinlich nicht schaden, wenn wir hier hinten noch eine Beleuchtung dran setzen. Zwar eine nach hinten gerichtete, eher hoch, aber auch ein bisschen schräg nach hinten. Aber machen wir mal so und drehen das nochmal ein bisschen. So. So gefällt mir das. Dann haben wir hinten ein bisschen Beleuchtung. Und dasselbe wahrscheinlich. Nein. Und dasselbe hätte ich wahrscheinlich hier auch nochmal gerne. So. Ja. Dann haben wir den Bereich des Bohrers auch beleuchtet. So. Dann hier an den Türen müssen wir, glaube ich, nichts machen. Dieses Ding ist zum Ausprobieren da. Wo liegt mittlerweile unser Schwerpunkt? Sitzt ein bisschen weiter hinten. Okay. Eine Sache, die ich jetzt auf jeden Fall noch machen will, ist, ich möchte auf die Mitte über den Schwerpunkt, der ungefähr da sitzt. Ja. Ungefähr. Da möchte ich jetzt nochmal ein bisschen Strom. Zack. Wahrscheinlich so ein Dingen hier. Oh, Horsti, herzlichen Dank. Schlückchen Wasser und André streckt sich. Erstmal Prost. Da möchte ich einmal Reaction Wheels dran haben, noch ein Akku und dann ein Probe Core.
den hier. Nein, das ist der große. Den hier. So, und da oben drauf kommt, wer weiß, was wir da noch alles dran setzen. Kupplung. So einer oder ein geschildeter? Ich würde sagen, so einer. Milo and Luck 2006. Ist es eigentlich normal, seine Kerbals ein Jahr im All zu haben? Ja. Also wir hatten gerade, wir waren mit dem Nostromo im Joule-System und die Kerbals waren 6 Jahre unterwegs. Noch ein etwas aus... Chommy, danke für den Tipp. Noch etwas ausfahrbares Solar. Auf jeden Fall. Wir werden wahrscheinlich noch ein bisschen Solar brauchen. Hier hinten sind wir noch niedrig. Ich neige fast dazu, hier oben noch was draufzusetzen. Wir haben eine Antenne. Und ich will den vorne nicht zu hoch machen. Haben wir genug Licht? Sollten wir. Ausfahrbares Solar, ja. Frage mich nur. Ja, wahrscheinlich macht es am meisten Sinn, das hier drauf zu tun. Also, hier Stromerzeugung. Die großen. So. Jo. Dann haben wir da oben nochmal größere zum Ausfahren. Jetzt hätte ich gesagt, vielleicht noch so eine Kiste. Aber die sind so sperrig. Aber hier, das könnte gehen. Wir könnten hier noch so eine Kiste dran setzen. Für diese runden Dinger. Die können gut über den Rädern leben, finde ich. Auf der anderen Seite haben wir dafür keinen Platz mehr, aber die finde ich eigentlich ganz schön. Könnten sogar, wenn wir die Lampen noch woanders hin basteln, könnten wir da mehrere von bauen. Räder-Querträger, du kannst hier, die sind nicht wirklich, sind keine Mounting Points. Aber... Also da kann man nicht wirklich was dran setzen. Leider. Hier hinten werden die wahrscheinlich meistens im Schatten liegen, die Dinger. Wir könnten aber so eine Kiste hier auch nochmal neben die andere Lampe setzen. Ne, können wir nicht. Dann überlappen die. Sehr schade. Und hier auf dieses Ding kann auch nichts drauf. Oh! Aber was natürlich geht, ist... Wir könnten... sowas hier machen. In die Richtung. Und passen da... drauf. Gucken wir mal. Es passt tatsächlich. Jawohl. Alles ein bisschen eng beieinander, aber so ist das nun mal, wenn man ein effizientes Design macht. So. Noch ein Stück nach hinten. Ja. Oder was heißt effizientes Design? So. Action Groups. Und dann testen wir das Ding erstmal. Genau, also nicht Action Groups. Ich wollte jetzt hier unten das Ding mal entfernen und gucken, wie sich das Teil denn fährt. Also, Action Groups ist 1, ist bei mir immer Solarzellen. Wobei, sollte wahrscheinlich Antenne... Ach, Solarzellen und Antenne können wir zusammenlegen. Also, Ein- und Ausblenden. Dann
Ein- und ausblenden. Dann den hier. Ein- und ausblenden. Das ist erstmal unser Strom. Und die Antenne. Ein- und ausblenden. Zwei. Zwei ist Brennstoffzelle. Ein, aus. Das heißt, die besorgt uns. Zwei ist nochmal Strom. Drei würde ich Kühlung machen. Und dann nehmen wir auch diese hier. Kühlmodul ein, aus. Kühlmodul ein, aus. Kühlmodul ein, aus. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir genug Kühlung haben. Ich glaube, ich muss da noch... Ja, ich muss da noch ein nicht ausfahrbares Kühlmodul setzen. Dann fühle ich mich besser. Genau, so ein bisschen... So ein bisschen nach außen. Ja, und verdeckt es auch nicht wirklich viel. So. Action Group 3, dieses Kühlmodul, Kühlmodul ein, aus. So, Licht müsste eh zugeordnet sein. Ah, genau. 3. 4 ist Bohrer. Bohrer, Bohrer ein- und ausblenden. Und 5 ist dann Oberflächenbohrer ein, aus. So. 1, 2, 3, 4, 5. So, das hier ist Rover alles. Prototyp 1. Wir brauchen auch noch einen Namen. Reaction Wheel liegt jetzt nicht mehr über dem Schwerpunkt, aber fast. Aber fast. Liegt fast über dem Schwerpunkt. Mr. Big Wheel. Wie ich den lande? Eins nach dem anderen. Erstmal einen guten Rover bauen, der in die größte Fairing passt. Und wie ich ihn lande, das ist dann die nächste Aufgabe. Probleme immer in kleinere Probleme zerlegen, könnte man sagen. So, ich habe genug, ich habe relativ viel Strom. Ich bin jetzt gespannt, ob der, wie der sich fährt. So, gespeichert haben wir und jetzt starten wir mal. Aufs Pad.